Hallo und guten Tag, hier ist Marius mit einem ganz kurzen Update zu dem für 14 Tage kostenlosen Tagesausblick, der ab Montag herausgeht. Ja, die Reaktion war schon überwältigend. Ich bin angenehmst überrascht, wie viele Leute sich schon registriert haben. Aber bei der Registrierung sind ja einige Sachen auszufüllen und wenn ihr dann danach euch registriert, bekommt ihr eine Mail. Das ist auch vom Datenschutzgesetz her so vorgeschrieben. In der Mail müsst ihr ja eure Registrierung bestätigen. Ihr bekommt dann noch mal eine zweite Mail, die euch dann eben sagt, okay, ihr seid jetzt registriert und ihr könnt euch einloggen. Wir haben verhältnismäßig viele Mails, wo die Bestätigung noch aussteht. Also bitte schaut auch in euren Spam-Ordner rein, falls ihr noch keine Mail gefunden habt. Und wir haben nämlich einige gehabt, da haben wir drei, vier oder auch sogar fünf Registrierungsanträge von der gleichen E-Mail-Adresse. Und das deutet eben darauf hin, dass bei einigen Providern ist das eben so, wenn man den Absender noch nicht kennt und ihr nicht gesagt habt, das ist kein Spam, landet das im Spam-Ordner. Also diejenigen, die noch keine Bestätigungsmail für die Registrierung bekommen haben, schauen mal bitte in ihren Spam-Ordner rein und klicken drauf und sagen eben, das ist kein Spam. Und ja, dann sind sie auch registriert und können ab morgen für die kommenden 14 Tage den Tagesausblick kostenlos bekommen. Das war's auch schon. Noch einen schönen Restsonntag und wir hören und sehen uns. Tschüss, tschüss.